Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Valheim. Der Mike ist auch mit am Start. Hi Mike. Hi. Ja, wir sind noch im Sumpf. Wir haben letzte Folge unsere zweite Krypta ausgeleert. Mehr haben wir ja nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen Eisen schmelzen, ein bisschen Inventare füllen und leeren und vor allem ein paar Surtling Cores besorgen, dass wir aufbrechen können zum nächsten Sumpf. Wir müssen mindestens bis nach hier hinten kommen für den Knochenwanz scheinbar. Aber das ist ein Stückchen. Müssen wir halt mal gucken. Das ist so ein ganz kleines Stückchen. Ich glaube, dafür können wir unser Boot hier ausparken. So, schön Eisen einschmelzen. Soll sich ja lohnen. Hast du noch Eisen einstecken? Nein. Okay. Deswegen laufe ich ja jetzt wieder zur Krypta hin, weil da liegen noch die restlichen 15 Stück, ne? 27 noch. Ja. Dann haben wir 57 Eisen noch. Kann man machen. Aber wirklich. Dann besorge ich jetzt mal noch. Das ist unpassend. Greif dich wieder an. Hier ist jetzt so, ich bin jetzt hier im Sumpf und da empfängt mich gleich wieder so ein Entenarsch. Ja, der möchte halt mal Hallo sagen. Ja, oh. So, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Pfeil und Bogen. Ach, so ein richtiger Entenarsch halt. Mhm. Ja, ich bin aber gleich bei der Krypta. Ja, gut, dann. Ich gehe jetzt mal in so ein Verlies rein und gucke mal, ob ich ein paar Surtling-Cores besorgen kann. Für ein Portal brauchen wir 10, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Wo ist das Portal? Verschiedenes da. Ne, 2 brauchen wir. Achso. Für die Schmelze und so waren es 10. Gut, das heißt, wir brauchen mindestens 4. Schauen wir mal, was geht. Also einfach, dass wir in unser Rundhaus was aufstellen können. Und entsprechend an unserem neuen Ziel, wenn wir angekommen sind. Weil ich werde den Teufel tun und stundenlang... 29 sind auch zu viel. Ja, Eisen ist scheiße schwer. Hätte vielleicht die Skelette nicht alle umbringen sollen. Ach scheiße, ich habe ja auch meine Waffe nicht repariert. Ja, das war dumm. Oh, da ist noch ein Troll. Ich dachte eben, das wäre auch noch einer, aber das ist keiner. So, Troll. Reichen 33 normale Holzpfeile für dich. Ich komme nicht mehr aus der Krypta raus. Warum? Direkt vorm Eingang steht ein Bogentyp. Ja, ne? Ich kümmere mich jetzt mal hier um den Troll. Weil irgendwie habe ich den schon gepult. Dann komme ich unbewaffnet und helfe dir. Unbewaffnet. Ja, damit ich dir schneller helfe. Weil ich habe jetzt das Problem, mein Bogen ist leer. Das heißt, ich muss in Nahkampf. Gegen den Troll. Ha! Gute Nacht, mein Freund. Es ist Zeit zu gehen. Danke für dein Opfer. Ich brauche dein Leder. So, dann komme ich mal unbewaffnet in deine Richtung. Ja, das ist aber ein Bogentyp, ne? Ja, du kannst ja einfach rausgehen und wegrennen, oder? Nicht, wenn ich beladen bin. Ach so. Ja, das ist generell vielleicht nicht die beste Idee. Hm, so viel schönes Kupfer. Dann, ne? Ich eile. Ich eile zur Rettung. Ich habe ja noch ein paar Piekse frei auf meiner Bronze. Piekse. Aber danach sollte ich definitiv, bevor ich in eine der neuen Dungeons gehe, meine Sachen reparieren. Ja, kannst aber. Wir können ja den Kupfer, Eisen teilen. Genau. Ich soll es trotzdem reparieren, weil ich glaube, ich kann noch so 2 Skelette verprügeln und dann ist meine Waffe auch kaputt. Und ohne Waffen generell in so einem Dungeon, maybe not the beste Idee, ne? Und da steht auch einer, den umlaufen wir jetzt mal ganz gekonnt. Ich sehe jetzt so auf Anhieb da keinen stehen. Gleich kriege ich einen Pfeil ab.
Hier draußen ist keiner mehr. Ich komm mal rein. Also hier steht noch einer rum, aber der ist ein gutes Stück weg. Mike, lass doch nicht so den Kopf hängen. Ist doch alles okay. Gib mir ein bisschen Eisen, dann geht's dir gleich viel besser. Ja. Nehm ich. Siehst du, schon geht's dir besser. Okay. Manchmal muss man einfach ein bisschen Ballast abwerfen. Ah. Steht denn der Typ? Da links steht einer, aber... Ne? Den ignoriere ich jetzt auch gekonnt war das da. Und renn einfach weg. Da. Nee, ich springe 14. Habe ich eigentlich hier einen Sprinten mittlerweile? Ich sollte vielleicht nicht, während ich durch den Sumpf renne, das gucken. Das ist so der unsicherste Ort aktuell, den es gibt dafür. Tja. Ich habe exakt 300 an Belastung. Oh. Wollte mich gerade was aufsammeln, aber nein, geht nicht. Ist zu schwer. Troll! Was? Also wo kommt denn schon wieder ein Troll? Ich habe keine. Ich kann nicht mehr Bogen schießen. AKA, ich kann nichts tun. Außer nach Hause rennen. Alter, ihr seid. Du bist verfickt schnell. Ja. Ich bin ja auch Running Jürgensen. Nicht du. Ich bin aber auch verfickt schnell. Das muss man schon mal sagen. Hör auf mich abzuschießen. Wer schießt dich ab, der Troll? Hat er auch Pfeil und Bogen? Ist es eine neue Trollgattung? Schnauze hier ich. Du bist nass. Ach nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich renne ja extra schon schnell, dass ich schneller trockne. Klappt nicht so ganz, aber der Versuch ist da. Ich stecke in den Troll drin. Oh. Das hört sich ungesund an. Ich meine, jedem das Seine, ne? Also ich meine, wenn du in so einem Troll stecken willst, ne? Ich hänge mich da nicht rein, ne? Deine Sache. Aber sag dir, lass mir dir sagen, nein, ich sage dir, ach, das tut bestimmt weh, wenn du rauskommst. Für den Troll. So, schmelz mal ein bisschen was ein. So. Nun würde ich hier eine kleine Reparatur veranlassen. So, damit können wir schon mehr arbeiten. Dann rennen wir mal Richtung Mike und retten ihn vor dem Troll. Ist der Troll noch hinter dir her? Ne, Troll ist tot. Ach so. Ja, dann rennen wir zwar auch Richtung Mike, aber nicht um den Troll zu massieren, sondern für irgendeinen Dungeon. Oh, gratis Holz. Hinzugefügt, Holz. Oh, mein Essen ist wieder mal knapp. Also ein Pilz bringt 15. Gar nicht mal so schlecht, so ein Pilz. Komm schon. Ja, ich möchte da hoch. Wir schaffen das. Auch wenn wir keine Ausdauer haben, das geht. Wir können das. Wir müssen es nur wollen. Ja, da läuft ein Berserker rum. Direkt, wenn ich mir das nächste Eisenteil mache. Ja, mach dir. Gönn dir. Mach ich mir denn jetzt mal. Ich habe ja auch schon die Spitzhacke gemacht. Ich meine, die ist natürlich in unser beider Interesse, weil ich damit schneller looten kann, aber... So,
So, erstmal alle Pilze klauen. Und dann gucken wir mal. Hier sollte eigentlich nichts drin sein, was uns wehtun kann. Weil Skelette tun nicht weh. Hallo. Weißt du, kaum sage ich, Skelette tun nicht weh, kommt hier natürlich was richtig. Ein Skelett mit Stern. Ja, ihr tut auch nicht weh. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber das Schöne ist, denen ihre Spawn-Piles kann man relativ... Oh, das lohnt sich ja direkt. Direkt mal in einen Raum mit 4 Settling-Cores. Rein theoretisch können wir aufbrechen. Ein Rubin. Ich glaube, ich mache mir die Streitaxt. Eine Streitaxt? Wie, ich habe keinen Platz im Inventar. Was soll denn das jetzt heißen? Tannenzapfen einstecken braucht kein Mensch. Habe ich jetzt tatsächlich... Ich habe den Tannenzapfen so sehr auf... Ah ne, ich habe die Dings aufgenommen. Die Bernsteinperle. Oder? Ja. So. Ich habe gerade schon gedacht, da steht ein Entenarsch, aber es ist natürlich kein Entenarsch, weil was... Würde ein Entenarsch hier drin machen. Das Skelett, du bist halt tatsächlich kein Gegner mehr, Gott sei Dank. Weiß noch, wie tödlich ihr am Anfang wart. Aber aus dieser Zeit der Schwäche sind wir herausgekommen. Blut. Oh, Federn würde ich gerne mitnehmen, das heißt, wir lassen die Steine hier. Hallo. Hallo. Durch den Schlaf der Toten hier. Dann nehme ich mal eure Knochenfragmente mit. So, gehen wir noch hier rein. Es hört sich immer an, als wären hier irgendwie krass Gegner, aber... Kopf lassen wir hier. Ich höre sie nur, ich sehe sie nicht. Oh, da ist einer. Hallo! Rennst du mir die ganze Zeit schon nach? Fuck. Was ist los? Können wir die Streitaxt nicht machen. Warum? Wir brauchen ja für uralte Rinde. Ja, haben wir relativ... Oh, was bist du denn für ein Ghetto-Gangster? Du bist wir die haben einzige. Nur 27. Wie viele brauchen wir? 30. Ja, kein Problem, besorgen wir. Hallo, Freunde? Wollt ihr wirklich mit so vielen auf mich draufgehen? Das ist schon ein bisschen unfair. Ich mach das ja auch nicht mit euch. Ich töte euch eins gegen eins. Ich muss mal kurz hier lang. Für die Ausdauer. Ja, mit der Bronze-Axt kann ich ja ganz entspannt mehr alte Rinde besorgen. Welche Bäume musst du dafür fällen? Diese uralten Bäume. Die im Sumpf, oder wie? Ja. Ah. Genau diese. So. Jetzt weiß ich auch, wo die ganze Zeit diese Geräusche herkamen. Hallo? Niemand da? Bist du der Endgegner hier? Ja, bin ich wohl dein Nemesis. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr, das ist nicht gut. Ja, jetzt speichert es auch noch. Du bist mir ja gefolgt. Warum machst du sowas? Mike, du hast mir einfach nachgelaufen. Ich hatte keine andere Wahl, aus ihn abzustechen. Aber ich wollte das gar nicht. Oder so ein bisschen vielleicht. So, ich habe 8 Zertling Cores. Damit sollte man ein bisschen kommen. Aua! Wie viel alte Rinde fehlt dir? 3. Die kann ich mir auch selber holen. Achso, du hast ja auch eine Dingsaxt. Ja, dann mach das doch. Hm. Ach, Junge! Junge! Geh doch zu Onkel Dieter. Der gibt dir eine Festanstellung. Jetzt ist hier ein Berserker, 2 Grauzwerge und natürlich noch ein Gauner.
Willst du mir sagen, wir sollten schlafen gehen? Ja, ich geh rüber. Was ist das? Oh, hallo Berserker. Hallo Geist. Ich habe eigentlich gedacht, ich hole dir noch kurz so ein bisschen, ne, hier, alte Rinde. Ich habe mich dagegen entschieden. Aus aktuellem Anlass kam es mir doch etwas unsicher vor. AKA, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ey, wir haben gleich 40 Eisen, ne? Bam. Das Einzige, was mich noch interessieren würde, vorerst wäre eine Eisenaxt. Aus dem Grund, dass ich mir vorstellen könnte, vielleicht gibt es noch irgendwas, was wir damit abbauen können, was wir bisher nicht abbauen können. Aber ansonsten Rüstung und Waffen. Tju. Oh, nur einer mit Stern. Ich komme jetzt nach Hause. Zeit zum Schlafen. Ja, okay. Ja, es ist wieder hell, wir sind ein bisschen ausgeruhter. Nach so einem kleinen Schläfchen prügelt sich's einfach besser. Gut, dass bei uns auch so ein Berserker rumsteht. Kohle, ganz viel Kohle. Oder wie viel Grades Holz habe ich denn eingesammelt? Einiges. So, gute Nacht. Oh, ich muss erst trocknen. Los, Feuer, trockne mich. Ja. Und ich bin trocken. Kann nicht schlafen, es ist ein Gegner in der Nähe. Okay, das ändern wir jetzt mal. Oh, ich kann schlafen. Das ändern wir doch nicht. Zeit zum Schlafen. Gerade schon gedacht, wir müssen dem Gegner mal gehörig auf die Fresse Auch wenn hauen. es regnet. Du hast noch Trollleder einstecken, kann das sein? Nee, habe ich schon in die Truhe gepackt. Okay. Alter, 17 Stück sind da drin. Boah, ich kann einiges upgraden. Ich kann einiges upgraden. Da sehe ich mich ja. Oh yeah. Oh, die anderen Sachen kann ich erst updaten, wenn unsere Werkbank auf Level 5 ist. Ich kann doch nicht einiges updaten. Upgraden. Meine ich doch. Nicht updaten. Updaten, upgraden. So, Hey. wir haben auch ordentlich Kohle schon hier. Also Geld, Kohle. Money, money. Cash in a Tash. So. Alter. Was ist los? 19 Leben. Mit wem prügelst du dich schon wieder? Mit dem Skelett, mit dem Gauner und mit dem Slime. Ah ja. Ja, du sollst mir herkommen, die sind hier. Bin auf dem Weg, um dich zu retten. Und unseren Loot. Hallo. Beiseite. Jägison. Hallo. Ich habe gehört, hier gibt es Gegner. Ja, klar habt ihr alle Sterne. Ist das hier ein Sternehotel oder was? Da liegt ein Baum im Weg, da kriege ich Schmerzen. Nope, nope, nope. Habe ich Brandpfeile? Natürlich nicht. Eigentlich will ich jetzt nichts sagen, aber die haben beide gleichzeitig auf dich eingeschlagen. Das, die Entscheidung zu treffen, in diesem Moment einfach rumzustehen, war nicht die beste. Ich war ja auch gerade an der Tür, an der Truhe. Ja, es ist so, weißt du, du wirst nachts, weißt du, du wachst nachts auf, so um 3 oder 4, du hörst Stimmen im Haus, du merkst, du wirst ausgeraubt. Dann gehst du auch nicht erst an den Kühlschrank und machst dir ein Sandwich. Dann hast du drei Optionen: verstecken,
Nicht? Polizei machst rufen, wegrennen. Machst du das nicht jeden Abend? Ich mach mir erstmal Kaffee. Achso. Ja. Aber jetzt beende ich erstmal die Folge, weil die ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer, in die Kommentare. Und übermorgen, 17 Uhr, geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin dir eine grandiose Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss, Mike. Tschüss.